Ja, servus Jungs und Mädels. Heute will ich mal Beer-Can-Chicken probieren. Und zwar habe ich da so ein Teil gekriegt. Da kann man das Bier rein da und da kann man noch zusätzlich ein wenig Gemüse mit rein da. Und das habe ich auch vor. Und zwar will ich da ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, Bacon. Und das will ich dann da mit rein da. Und da das Bier rein. Da habe ich das Lager da. Und jetzt schauen wir uns mal die Zutaten im Ganzen an, was wir alles brauchen. Und wenn es Ihnen gefällt, bleibt dabei, schaut es Ihnen an. Viel Spaß dabei. Also kommen wir zu den Zutaten. Da habe ich das Wichtigste natürlich, das Gockerl. Und da habe ich jetzt so ein Teil gekriegt dazu, da wo man das Gockerl aufstellen kann. Und zusätzlich kann man da ein wenig Gemüse mit, das will ich auch vor, das will ich auch machen. Und dann da das Bier rein, dann nehme ich das Lager dafür heute mal her. Und das Gockerl würzen, dann nehme ich jetzt da einen Butter, den lasse ich ein wenig wach werden. Und dann nehme ich vom Christian, vom McAllister's Outdoor Cooking, von seinem neuen Gewürz da, das Dark Wing Touch, und will da das mit euch da. Dann die Buttermasse dann praktisch unter die Haut einschauen, dass ich bringe. Und von innen ein wenig würzen noch und von außen würzen. Und dann habe ich noch ein paar Kartoffeln hergekriegt und ein paar Zwiebeln, ein wenig Bacon. Und den will ich dann in der Pfanne mit, gleich zusätzlich mit eintauchen. Ich weiß aber nicht, wahrscheinlich mache ich das ein wenig später, weil die ja nicht so lange brauchen. Als wäre das Gockerl, weil vom Gockerl da gehe ich jetzt ungefähr von einer Stunde mal aus. Und ein bisschen Öl da noch in die Pfanne mit ein und das war's. Und dann kommen wir jetzt weiter zum Gockerlwürzen, der hat's noch wieder dabei. So, also richten wir uns einmal den Butter her. Den habe ich ein wenig wach werden, glaube ich. Jetzt tue ich da einmal ein wenig so ein Gewürz rein. Und dann tue ich mit der Gabel zu drücken. Und schön vermischen. Mal schauen, wie viel das ich da brauche, so Gewürz. Aber da wird schon ein wenig eins drauf gehen. Ja, da tue ich nur ein bisschen eins rein. Ja, wird schon besser, so gefällt mir das. So schaut jetzt das aus, wenn es gemischt ist. Vielleicht da noch ein bisschen drauf. Und dann schaue ich, dass ich das unter die Haut reinbringe. Also, da haben wir jetzt das gewaschen, trockentupft habe ich es. Jetzt schaue ich einmal, dass ich da mit dem Löffel da ein wenig unter die Haut reinkomme, dass man die Haut ein wenig aufmachen kann. Schau, ob das für alle zwei Seiten geht. Ja, es geht eigentlich. Ja, kann man schon rein. Und da muss ich dann schauen, dass ich da in Butter einbringe. Schauen, bleibt von der anderen Seite auch noch ein bisschen. Das geht. Und das, was wir nicht brauchen, das müssen wir so wegschneiden, weil zum Beispiel da den Bürzel, den mag ich nicht. Und da ist noch ein wenig so ein Fett, das tue ich auch weg. Und dann schauen wir, dass wir da noch reinkommen. Ja. Auch am Schenkel hinter. Und dann kriegen wir die Buttermasse da gleich rein. Da habe ich so ein kleines Löffel aufgemacht und den da richtig eindrücken. Das funktioniert sicher.
zur anderen Seite. Ein bisschen Wasser in Butter wird natürlich dann rauslaufen, aber das macht ja nichts, das kann er dann in die Pfanne praktisch ein. Und dreimal machen wir die anderen Seiten noch. So, das Schüssel da, ist leer. Das waren ungefähr so 50 Gramm Butter. Und jetzt ist das wieder ein wenig trocken. Dann verteilt sich das innen schön. Dann wird er also von innen einmal gewürzt. Und dann machen wir ihn von außen noch. So, euch wird es besser. Jetzt können wir hergehen, können wir da ein wenig Bier rein. Ja. Das muss aber nicht ganz voll sein, das Ding. Und dann schauen wir, dass wir den da drauf bringen. So, so schaut jetzt das aus. Und den nehmen wir jetzt am Grill drauf. So, jetzt habe ich 180 Grad drin. Und jetzt nehmen wir mal das Ei. Ich lehne das indirekt, ich habe links und rechts im Brenner an und die stelle ich da so in die Mitte mal her und dann schauen wir mal später wieder nach. Ich tue dann jetzt dann noch ein wenig Öl rein und die Zwiebeln und den Bacon. So, dann tue ich mal den Speck rein und die Zwiebeln. Dann werden wir diese Wing mit anbrauen. Und dann tue ich die Kartoffeln drauf. Vielleicht tue ich ein wenig noch anlöschen mit ein wenig Bier. Dann habe ich ein wenig einen Sud drin. Das lehnen wir jetzt einmal ein wenig. So, eine halbe Stunde ist jetzt rumgegangen. Jetzt tue ich mal die Kartoffeln mit drauf, die habe ich so klein gewürfelt bloß, ganz klein gewürfelt, auch noch roh. Und die tue ich jetzt bloß ein wenig da so um mich verteilen mit. Dann schauen wir, ob das was wird. Jetzt sehen wir mal den Gockel ein wenig einpinseln, mit dem, wo der daneben gelaufen ist, oder eingelaufen. Das ist ja das mit dem Butter, was ich gesagt habe. Also rechnen tut das schon gut, muss ich sagen. Und ausschauen, glaube ich, tut es auch gut, das Ganze. Und ich glaube, groß wäre das auch. Nehmen wir es wieder. Also gut, eine halbe Stunde haben wir jetzt umgegangen. So schauen wir mal ein. So schaut jetzt das aus. Das wird jetzt einmal einer da. Und wie es ein wenig zu legen. Ich habe zwar keine Geflügelschere, aber es wird mit dem Messer auch ein wenig gehen. Also ich würde jetzt dieses Mal einen da. Eine Flüssigkeit ist immer noch drin. Und dann schaue ich mal, ob ich diese wenig mit dem Messer ein wenig zu legen kann. Aber das geht. Sicher. Dann haben wir jetzt da die zwei Halberten. Und jetzt schaue ich mal, ob ich den Schlägel ein wenig anbringe. Oh, das lässt sich schön, muss ich sagen. Da geht der Knochen schön raus schon. Jetzt muss ich mal da direkt ein wenig was anschneiden einfach vom Schlägel. Zum Probieren dann. Nein,
Und da haben wir das Fliegerl. Das geht auch schon über. Und da mal ein wenig von der Brust. Nicht schlecht, ist jetzt einfach einmal so bei ihm ein. Und dann probieren wir einmal. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt da mal was reingeschnitten. Und das würde ich jetzt mal probieren, auf euch. Das sind aus Kunststoffen, oder? Also wirklich super. Muss ich echt sagen, top geworden. Jetzt probieren wir mal die Haut, bloß die Haut allein. Es war nicht ganz so groß. Und jetzt werden wir dann einmal die Kartoffeln und das Gemüse zeigen und die Zwiebeln ein wenig probieren noch. Aber zuerst einmal geht es in erster Linie mal um das Fleisch. Also muss ich echt sagen, das ist wirklich top geworden, so ein Fliegerl. Und wie gesagt, das geht auch schön raus. Ja, das waren doch eine halbe Stunde. Also, das ist wirklich zum Nachmachen einwandfrei. Ich würde es jetzt einmal ein wenig stehen, dann werden wir das probieren und dann komme ich nochmal zum Schluss. Ja, kommen wir zum Schluss, zum Fazit. Also das Gockerl, das war hervorragend, das war top. Mit dem Biergeschmack da und unten, weil ich den Speck und die Zwiebeln drin gehabt habe und die Kartoffeln, beziehungsweise die Kartoffeln, da habe ich einen Fehler gemacht. Entweder hätte ich es vorkochen müssen oder ich hätte gleich von Anfang an mit dazu tun sollen, weil die haben nur zu viel Biss gehabt. Die waren zwar durch ein wenig, aber das hat nicht gelangt. Also das war mein Fehler. Also entweder, wie gesagt, vorkochen oder gleich von Anfang an mit rein. Ich hätte gedacht, weil die so groß gewürfelt sind, die wären da durch, aber das war nicht der Fall. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein super Essen. Das ist gut gelungen, das war gut gewürzt, auch mit innen, unter der Haut einholen, in Butter. Mit dem Gewürz, das hat also einwandfrei gepasst. Und dann habe ich so außen noch Gewürz gehabt und innen noch. Also das war top, die Würze. Muss ich echt sagen, nochmal Dankeschön an Christian McAllister mit dem Gewürz. Und wenn es Ihnen gefallen hat, trotzdem, auch wenn es diesmal nicht so geworden ist, Daumen nach oben. Und irgendwo da oben kommt jetzt noch mein Logo. Da könnt ihr wieder draufklicken. Ich suche dann, bis zum nächsten Mal, habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.